Also ich möchte euch wirklich herzlich einladen, wenn man sich mit dem Thema der Erotik, wenn man sich mit dem Thema der Liebe, dem Begehren auseinandersetzt, auch einmal ganz zurückgehen und sich einen Platon-Dialog zur Hand zu nehmen. Die sind gar nicht so schwer zu lesen. Empfehle die Meiner-Ausgabe, übersetzt von Otto Apel. Das kann man wirklich ganz flüssig lesen. Die schlechten Übersetzungen sind die Schleiermacher-Übersetzungen. Und es gibt zwei Dialoge, wo sich Platon zentral mit dem Begriff des Eros und mit dem Begriff der Liebe auseinandersetzt. Das ist der Phaedros, das ist ein früherer Dialog. Und das natürlich ganz bekannt, das Symposium. Und im Phaedros beginnt die Geschichte damit, dass Phaedros sozusagen den Sokrates trifft unter einem Baum. Die setzen sich da zusammen, weil es in Griechenland natürlich in der Mittagssitze besser ist, man sitzt im Schatten. Und erzählt ihm, ich komme gerade von einer Rede und die habe ich zufälligerweise sogar mit. Und diese Rede hat sich gedreht sozusagen um den Begriff der Liebe und der Erotik. Und Sokrates sagt ihm dann, nein, lies mal vor, erzähl mir, worum geht's da. Und diese Rede ist die Rede des Lysias gegen die Liebe. Hütet euch vor den Verliebten, weil sie sind verrückt. Sie manipulieren andere, sie sind selbst manipulierbar, sie befinden sich in einem krankhaften Zustand. Sie sind nicht bei Trost, sie laufen ihren Lieblingen nach zur Befriedigung und ihr Verlangen geht nach dem Körper und nicht nach dem Charakter. Sokrates hört sich das genau an und sagt, ja, interessante Rede, aber sollte man nicht, und das ist immer so sein Ansatz, sollte man nicht dem Wesen der Dinge, worum es da geht, ein bisschen auf den Grund gehen? Und ist nicht die Liebe eine Begierde nach dem, was schön ist? Das ist die erste Formulierung, die Platon da herausstreicht. Dann kommt natürlich immer gleich ein Mythos, der Mythos von dem Wagenlenker, dass die menschliche Seele sozusagen wie ein Gespann ist mit zwei Pferden und einem Wagenlenker, der mehr oder weniger entscheidet und versucht, diese Pferde unter Kontrolle zu halten. Und das eine Pferd zieht nach oben zu den wahren, schönen und guten, zur reinen Erkenntnis, zum Sittsamen. Das andere Pferd ist das triebliche Pferd, das zieht nach unten. Das ist immer schweißbenetzt und zittert und will sozusagen die Lust auskosten. Und was tut nun? Das bestätigt Sokrates natürlich sehr wohl. Der Verliebte versucht, in seinem Liebesobjekt einen Mangel herbeizuführen, weil wäre dieser Mangel von der anderen Seite nicht da, würde den Liebling relativ schnell verlieren. Er versucht, ihn abzuhalten von den anderen Menschen, versucht, ihn für sich einzunehmen und auch von dem Weg hinauf in die Erkenntnis oder Philosophie fernzuhalten und möglichst lange ihn zu genießen, kinderlos zu bleiben und die Begierde und den Genuss ganz auskosten zu können. Und das ist Eros. Sich der Sinnens Lust hinzugeben, ein Wachsen in sich zu spüren, ein Jucken wie beim Zähnekriegen. Also Platon beschreibt es ganz, ganz sinnlich. Ja? Die Seele bekommt Schwingen, der Liebreiz erzeugt auf der einen Seite Pein, auf der anderen Seite Freude, man fühlt sich abgesperrt, etwas stößt pulsierend, wie die Schlagadern will. Man kann bei Tag und Nacht nicht schlafen, es will hinaus, es will die verstopften Gänge weiten, dass die Gegenwart der süßen Lust soll endlos sein. Alles andere ist vergessen. Vater, Mutter, Schwester, was Sitte und Ehre gebietet, der Anstand, alles wird verachtet. Und diesen Zustand nennen die Menschen Eros. Und diese Heftigkeit der Verwirrung umfasst die ganze Seele. Sie ist wie mit Schweiß bedeckt. Der Verliebte versucht, Anträge dem Liebling zu geben. Plato bringt das Ganze an dem Beispiel der Knabenliebe. Und diese Treue des Verliebten dem Liebling gegenüber setzt diesen in Erstaunung, weil der junge Mann ja gar nicht weiß, was der an ihm sieht. Wieso interessiert sich der für mich? Er nimmt sich plötzlich selbst als schön wahr, was für ihn ja vorher gar keine Vorstellung war. Und auf der anderen Seite wird seine Seele erregt und so fühlt sich die Seele des Geliebten ebenfalls mit Liebe, das heißt, er spiegelt das durch die Gegenliebe
Und das ist auch nicht schlecht, sagt Platon. Das ist der Beginn. Und von dort sollte der Weg beschritten werden hin über die Selbstbeherrschung und die Sittsamkeit. Und da hören wir schon, da sind diese gesellschaftspolitischen Konnotationen drinnen. Das heißt, wie gehen wir mit dem um? Es wird anerkannt, dass es Eros gibt. Es wird anerkannt, dass er uns sozusagen ergreift, dass er das Unterste zu Oberst geht, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie wir tun und was für uns wichtig ist. Nur das eine ist wichtig, ihm oder ihr nahe zu sein. Das ist eine Form des Wahnsinns, wie Platon das beschreibt. Und dieser Wahnsinn ist etwas Wunderbares. In dem zweiten Dialog, in dem Symposium, gibt es insgesamt 6 unterschiedliche Reden und Herangehensweisen zu dem, was Liebe, zu dem, was Erotik ist. Vielleicht ist bekannt dieser Mythos, der erzählt wird von den Menschen, die ursprünglich einmal vierbeinig und vierarmige Kugelwesen waren und die dadurch, dass sie die Götter herausgefordert haben, von den Göttern bestraft wurden und die haben sie auseinandergeschnitten. Und plötzlich waren sie nur mehr zweibeinig und zweiarmig und sind verloren durch die Gegend gelaufen und haben ihre andere Hälfte gesucht. Und es gab Männer, die haben ihre weibliche Hälfte gesucht und es gab weibliche Hälften, die haben ihre männliche Hälfte gesucht. Es haben aber auch Männer ihre männliche Hälfte gesucht und es haben Frauen ihre weibliche Hälfte gesucht. Und Sokrates hört sich wie immer diese Geschichten an, dann schüttelt er so den Kopf und denkt sich, da muss noch mehr dran sein. Und er erinnert seinen Gesprächspartner, da ist es der Glaukon, daran, was ihm die Mantikerin Diotima erzählt hat, die von dem Wesen des Eros spricht. Weil alle vorher sagen, der Eros ist schön, der Eros ist weise, der Eros ist ein wunderbarer Gott, der uns erfüllt. Und sie sagt, na, das kann so nicht stimmen. Weil wenn ich etwas begehre, dann empfinde ich einen Mangel. Und wenn Eros die Schönheit liebt, dann ist er selbst ohne dieselbe. Er ist so etwas wie ein großer Dämon, der die Potentialität betrifft, also Besitz zwischen dem schönen, wahren und dem sinnlichen zu vermitteln. Er ist rau, er ist struppig, er ist barfuß, er ist schmutzig. Und er ist immer auf der Suche nach diesem anderen, nach dieser Erfüllung im Schönen und im Guten. Und er will, sie beschreibt ihn als Zauberer, als Giftmischer, als Sophisten, sondern er hat diesen Drang und diesen Bedürfnis, etwas zu erfüllen, das ihm fehlt, das ihm mangelt. Drum ist er der Schmutzige, der sozusagen die Reinheit erreichen will. Und dann steht Platon die Frage, ist es überhaupt möglich, dieses Ziel zu erreichen? Man sagt da, schwierig. Der Charakter, Ansichten, Begierden, Gefühle der Lust und der Furcht, nichts bleibt sich immer gleich. Alles ist im beständigen Wechsel von Entstehen und Vergehen. Deshalb empfiehlt Sokrates, darüber nachzudenken und in Erinnerung zu rufen, was für den Einzelnen im Hinblick auf den Eros das Wesentliche sein soll. Und da sehen wir jetzt schon, dass er sehr stark versucht, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Es beginnt mit der Schönheit des Körpers, es beginnt mit dem Sehen des jungen Knaben oder des jungen Mädchen und erfüllt zu sein, wenn man diese wunderbar perfekten Formen sieht. Aber darüber geht man hinaus. Das heißt, es geht um die innere Schönheit, um die geistige Schönheit. Der soll man nachstreben. Und diese geistige Schönheit soll man im tätigen, im politischen Leben verwirklichen, also man auf der nächsten Stufe. Darüber hinaus soll sich der Mensch mit den Wissenschaften beschäftigen. Und am Ende der Wissenschaften steht die Philosophie als höchste Form der Liebe zu dem wahren, schönen und guten. Und diese Einteilung zwischen den unterschiedlichen Formen, das heißt, welche Form des Eros eine akzeptierte ist und welche Form des Eros zu verlassen ist, um eine höhere Form anzustreben, das zieht sich durch. Das werden wir in vielen Ansätzen, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem Eros, mit der Liebe geht, mit dem Begehren und wie wir dieses Begehren einheben, das werden wir wiederfinden.